Hallo zusammen, da sind wir wieder bei The Stranding zurück. Ich bin die Nenia und unsere nächste Aufgabe ist es, das Blumengebiet zu infiltrieren, um dort einen Briefkasten aus dem Briefkasten, der dort steht, die Zusatzteile für den Drucker. Das haben wir beim letzten Mal noch nicht geschafft. Nun müssen wir uns tatsächlich in das Müllgebiet reinschleichen, ohne dass sie uns entdeckt. Jetzt schauen wir erstmal, wo wir hin müssen. Dazu werde ich erstmal wieder alle anderen Markierungen entfernen. Jetzt sind sie weg. Und jetzt schauen wir mal, wo wir hin müssen. Das ist eine Leiter. Was ist das? Ich glaube, das sind meine Pakete, die mir die Fälle runtergeschwommen sind. Was ist das? Das ist ein Online-Briefkasten. Das ist auch nicht das, wo wir hin müssen. Da müssen wir hin. Hier müssen wir hin und müssen den Briefkasten finden. Aber wo der da ist, kann ich gar nicht genau sagen. Ich würde sagen, wir setzen hier die Markierung und legen los. Laufen wir in die richtige Richtung? Wir laufen in die richtige Richtung. Es geht berghoch. Waffeneinschränkung aufgehoben. Es mag eine Regel oder eine Gewohnheit sein, aber die meisten Mules nehmen gestohlene Sendungen mit nach Hause. Briefkasten finden, Fracht zurückklauen. Ist ganz einfach. Aber Vorsicht, diese Typen sind bewaffnet. Wenn das schief geht, musst du kämpfen. Dann würde ich sagen, machen wir schon mal kampfbereit somit. Okay, wir können sie bewusst schlagen. Bewusstlos schlagen. Mehr können wir gerade nicht. Wenn wir von mir aus mit unseren Paketen verkloppen, dann mal sehen. Auf jeden Fall müssen wir hier schon wieder ordentlich klettern. Ich hatte die Frage bekommen, ob ich nicht an der einen Stelle, wo wir mit der Leiche durch den Berg gelaufen sind, die Leichenwagen hätte nehmen können oder die anderen Fahrzeuge, die dort standen. Nein, konnte ich leider nicht. Die Auswahl stand mir nicht zur Verfügung. Und ich gehe mal davon aus, dass es auch gar nicht so einfach gewesen wäre, mit einem Auto hier so durch die Berge zu kratzen. Da hätten wir bestimmt irgendwann auch anhalten müssen und wären gar nicht weitergekommen. So wie es aussieht, ist es sowieso am besten, mit Sam hier durch die Gegend zu laufen, anstatt immer zu fahren. Natürlich müssen wir von Ost nach West durch ganz Amerika. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt nicht das ganze Spiel über nur zu Fuß laufen. Das Motorrad sollen wir ja auch demnächst mal bekommen, aber dafür müssen wir erstmal das Ding in Gang setzen. Da komme ich jetzt nicht hoch. Ich werde jetzt mal schauen nach einer Leiter. Ich habe auch eine mitgenommen. Und die stellen wir jetzt hier auch ab. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht wieder runterfalle. Die Leiter sieht auch sehr rostig aus. Die hat ordentlich was abbekommen beim Zeitregen. Aber wir sind oben. Ja, ohnehin fein. Vergiss nicht, Sam. Ehe du dich dem Mule-Ablageplatz näherst, solltest du mit Hilfe eines Wachturms prüfen, wo sich der Briefkasten mit unserer Fracht befindet.
Unser Blut sieht nicht so gut aus gerade. Können ja mal schauen, ob wir hier irgendwo so eine Kryptobioten finden, aber im Moment sind sie gar nicht hier irgendwo. Okay. Mit dem Frachtscanner kann ich was scannen. Dann Metalle und ein Leiter. Schaut mal. Schleichen wir uns mal hin. Hm? Mule-Ablageplätze sind selten verlassen. Musst also unentdeckt bleiben. Verhalte dich unauffällig und bewege dich langsam und leise. Machen wir. Zur Not halten wir die Luft an. Wie bei den GDs. Kennen wir ja schon. Schaut mal, hier liegen eine Pakete rum. Kann ich mitnehmen? So ein Halter? Die Metalle? Aber irgendwie gefällt mir das nicht, wie der Sam das auflädt. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt hier optimieren können. Das probieren wir mal. Sieht so aus, als hättest du da einen leeren Behälter. Solchen Schrott kannst du bei Bridges abliefern. Du brauchst ihn vielleicht nicht. Wir aber schon. Ja. Aber... okay, wir optimieren mal unsere Ladung. Sieht besser aus. Jetzt haben wir nicht mehr so eine olle Lücke dazwischen. Schleichen wir uns mal weiter voran. Nehmen wir noch die Leiter hier mit. Und die packen wir mal an Anzug. Wir müssen ja jetzt nicht alles auf dem Rücken tragen. Schauen wir mal, wo ist denn hier die Leiter? Auf dem Rücken. Metalle, Resine, Leiter, da ist sie. Die tragen wir jetzt am Anzug. Aber so wie es aussieht, gibt's gar nicht. Wir haben überall was. Na gut, dann müssen wir die doch weiterhin auf dem Rücken tragen. Warte mal. Bin ich von da gekommen und laufe wieder zurück? Ja, nee, so lang nicht. Gehen wir wieder zurück. Wir wollen ja unsere Aufgabe abschließen. Ich weiß noch gar nicht, was das mit den Stiefeln auf sich hat da unten. Ich denke mal, ich muss die demnächst tauschen, denn die verlieren da immer mehr an Füllung im Ladebalken. Ich gehe mal davon aus, dass man darauf achten muss. Wahrscheinlich ist sonst das Profil irgendwann hinüber. So, von wo schleichen wir uns jetzt an? Gehen wir hier durch die Höhle weiter? Wir versuchen es mal. Müssen jetzt nicht nochmal riskieren, irgendwo runterzuknallen mit den Paketen. Die sind sowieso schon so im Eimer. Sam langsam. Ja, ich weiß, dass ich so weit von meiner Fracht entfernt bin. Ich denke mal, da wird mir die Fracht angezeigt, die mir beim letzten Mal weggeschwommen ist. Sieht mal, das ist das Lager. Da müssen wir hin. Und ich würde sagen, packen hier irgendwo mal eine Leiter rüber, damit wir nicht wieder ins Feld einziehen. Da oben ist die Leiter, die wir gerade aufgesammelt haben. Ja, ich hoffe, die ist jetzt nicht unter Wasser. Mist. Doch, ist sie. Das hat ja prima geklappt. Jetzt haben wir eine Leiter. Egal. Dann müssen wir uns doch irgendwie anders durchschleichen. Seht mal, hier ist das nicht ganz so reißend. Sieht denn das aus? Vielleicht schaffen wir es. Ganz leise sein. Fortbewegen und wir sind noch schwieriger zu entdecken, die Luft anhalten. Das können wir schon.
Da haben wir das, was wir brauchen. Das nehmen wir mit. So, rauf damit. Nehmen wir ein paar Stiefel mit. Wir brauchen neue Stiefel. Mama braucht neue Stiefel. So. Und, ein Spezialgerät. Das nehmen wir auch noch mit. Kriegen wir das noch mit? Das kriegen wir mit. Jetzt optimieren wir noch schnell. Wir sind ganz schön schwer beladen, aber ich denke, das schaffen wir. Sind. Ich hoffe, wir schaffen es. Oh Gott. Leute, es sieht gut aus. Ich nehme auch wieder den Weg durch die Höhle. Das sah ganz gut aus. Vielleicht können wir uns da verstecken. Wir laufen mal ein bisschen schneller. Wir wollen ja endlich wieder zurück. Und wisst ihr, was ich noch mache? Ich werde mal zwischenspeichern. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Wenn es überhaupt möglich ist, jetzt zu speichern. Ah, es geht jetzt nicht. Okay. Wir sind noch in der Nähe der Bedrohung, das heißt, wir müssen da jetzt einfach durch. In der Hoffnung, dass man das nicht entdeckt. Gehen wir mal hier so weiter. Und ich hoffe, ich finde jetzt gleich mal meine Leiter. Meine Leiter ist gleich da hinten irgendwo. Finde ich das auch nicht so schlimm. Guckt, die Idioten, wir brauchen welche. Sie muss sein Blut und da hinten, schaut mal. Da ist ein roter. Und da ist auch meine Leiter. Kann man hier weiß, kann man nicht das hört? Stehen hier welche? Nein, die sind gerade gar nicht da. Na gut. Wir können uns ja dann ausruhen im Lager, denke ich mal. Hoffe ich mal. Und können wir Sims irgendwie wieder herstellen. Alle müssen wir immer entladen. Der ist nämlich ganz schön vollgepackt. Und ganz schön viele rostige Koffer sind dabei. Die wir, denke ich mal, gar nicht so alle brauchen. Newells, verdammte Süchtige auf der Suche nach dem Frachtweg. Klingt genug, dass wir die an der Backe haben. Damals hat das alles die KI erledigt. Unbemannte Fahrzeuge und Drohnen haben die Lieferungen übernommen. Wir konnten ihnen entspannt bei der Arbeit zusehen. Das war revolutionär. Eigentlich schon einzigartig. Es hätte ein Riesenerfolg werden müssen. Wurde es aber nicht. Eine Dienstleistungsbranche ohne Menschen kam bei den Leuten einfach nicht gut an. Also haben wir nach einiger Überlegung eigentlich überflüssige Jobs geschaffen und sie Leuten gegeben, die auf sie angewiesen waren. Wir laufen ein wenig zu schnell. Von da an wurde es immer schlimmer. Jetzt gibt es diesen Kult von Frachtgeilen bekloppt, die darauf abfahren, die Verrufe zu klauen. Diese Schakale lauern immer auf den nächsten Booten. Aber du darfst das nicht sein. Wir sind gleich in Sicherheit. Aber hier ist schon die blaue Mauer. Eingang. Ja. Und schaut mal, jetzt haben wir das alles. Und irgendwie ist da jetzt kein rotes Kreuz mehr durch.
an dem Ziel. Ich denke mal, weil wir jetzt alle Aufgaben abgeschlossen haben, die notwendig waren. Das war bestimmt dieses Kreuzstück für diesen Drucker, der nicht benutzt werden konnte. Jetzt haben wir alle Teile, die wir dafür brauchen, und der kann jetzt bestimmt in Gang gesetzt werden. Vielleicht kriegen wir als Belohnung jetzt die Batterie für das Moped. Aber ich gehe davon aus, dass wir wahrscheinlich sogar nochmal das dafür finden müssen. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Fracht geprüft. Vielen Dank. Wow, nicht auf die letzten Meter hinfallen. Anzug wird dekontaminiert. Schuhwerk in schlechtem Zustand. Austausch empfohlen. Ja, das machen wir auch. Wir gehen ja dann ins Lager. Wir ruhen uns dann mal aus. So, liefern. Erstmal verlorene gebracht. Die bringen wir jetzt hin. Die geben wir zurück. Du bist zurück. Willst du uns alle in den Schatten stellen? Na schön. Na, du kommst bestimmt gleich wieder angekratzt, wenn ich dir jetzt das bringe, was ich euch liefern sollte. So, bitteschön. Abgeschlossen, die Aufgabe. Ganz schön groß, alle Helder. Zeit, diesen Chiralen-Drucker zum Laufen zu bringen. Tut mir leid, dass wir dir so viel Mühe machen, aber vertrau mir, es lohnt sich. Ausgezeichnet, die Einheit hat nicht einen Kratzer. Ich wusste, du würdest dich zu uns durchschlagen. Ja, wir haben es das erste Mal geplündert und haben es sogar unbeschadet überstanden. Sind wir tatsächlich 3 Kilometer gelaufen? Das kam mir gar nicht so weit vor. Sam, wie machen sich deine Schuhe? Angesichts der Bedingungen da draußen wahrscheinlich nicht besonders gut. Nee, nichts vermisst einem den Arbeitstag so sehr wie kaputtes Schuhwerk. Wenn du so weitermachst, ist es nur eine Frage der Zeit, bis du dich verletzt. Ich habe Stiefel zu deinen Vorräten hinzufügen lassen. Standardausführung von Bridges. Sollten dir also gut passen. Du solltest immer ein Zweitpaar dabei haben. Falls du es vergisst oder Probleme hast, kannst du an einem Terminal in einer unserer Einrichtungen ein neues herstellen. Dann werden wir uns mal neue Stiefelchen anziehen, würde ich sagen. Das Bridges-Akku hat Daten für eine neue Konstruktion in deinem TCK geladen, nämlich eine Brücke. Wir können jetzt Brücken bauen. Rüste dein TCK aus und wähle sie dann mit Pfeil nach unten aus. Okay. Können wir ja mal probieren. Chirale Kristalle können jetzt in allen den UCA zugehörigen Einrichtungen verwendet werden. Die Menge an Material, das am Verteilerzentrum westlich von Capital Nord City verwendet werden kann, wurde erhöht. Ja, wir haben ja auch noch ein paar drin im Beutel. Ich würde sagen, die können wir auch mal recyceln. Wir müssen ja nicht irgendwie den Kram mit uns mitschleppen. Eine Stufe höher. Wir sehen uns. Glückwunsch, Sam. Wie ich höre, hast du jetzt Zugang zu einem Chiralen-Drucker. Dieses äußerst nützliche Gerät funktioniert nur, weil unser Netzwerk sich den Strand auf bestimmte Art zunutze macht und uns die sofortige Übertragung riesiger Datenmengen ermöglicht. Da solche Übertragungen normalerweise Stunden, wenn nicht Tage dauern würden,
wurde auch spekuliert, dass das Chirali-Netzwerk im Wesentlichen eine Zeitmaschine sein könnte. Dass es Daten in die Vergangenheit sendet. Natürlich müssen wir die grundlegende Natur des Netzwerks und des Strandes, auf die wir uns stützen, noch richtig verstehen. Man könnte unsere Beziehung zu ihm mit der eines Urmenschen zum Feuer vergleichen. Ist es nützlich? Ziemlich. Ist es gefährlich? Zweifelsohne. Aber die Vorteile liegen für uns schwerer als die Risiken. Außerdem erscheint es Dagidees und Strand. Verbunden sind logisch, dass weitere Studien und Experimente außerordentlich nützlich sein können. Das könnte man natürlich auch über dich sagen. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich etwas herausbekomme. Das verspreche ich. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. So, was müssen wir denn jetzt machen? Wobei, wir wollten ja erstmal recyceln. Wir recyceln jetzt mal. Und zwar recyceln wir. Was recyceln wir denn? Haben wir keine Kristalle mehr? Da sind sie. Wir recyceln jetzt mal so. Wir können ja immer wieder welche einsammeln. Ich glaube, die brauchen wir nicht alle. So. Dann schauen wir mal noch Material nehmen. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollten unsere Stiefel nehmen. Sind die im Gemeinschaftskasten? Schauen wir mal. Ach nein, die haben wir ja ausgerüstet bekommen. Was haben wir hier für Aufträge? Lieferung einer Stromversorgungseinheit. Windpark. Oh, das sind 30 Kilo. Okay. Den und dann noch Bau einer Brücke. Das machen wir auch noch. Wir haben den Plan für eine Brücke in dein TCK geladen. Zuerst legst du das Fundament. Danach musst du weiteres Material bereitstellen, um den Bau abzuschließen. Vielen Flüssen und Schluchten täte eine solide Brücke sehr gut. Wenn du eine selbstgebaute Brücke überquerst, bist du froh, dass du dir die Mühe gemacht hast. Probier's mal. Okay, das probieren wir mal. Wie viele Brücken wollen wir bauen? Wir bauen eine Brücke. Die tragen wir auf dem Rücken. Ist natürlich mega schwer. Dann schauen wir noch mal, was wir hier nicht mehr brauchen. Das brauchen wir nicht mehr. Abladen. So. Das brauchen wir auch nicht mehr. Abladen. So. Wir müssen ja nicht so viel Kram rumschleppen, den wir nicht brauchen. Die Stiefel. Was machen wir damit? Die packen wir in den privaten nicht abladen. Die wollten wir noch in den privaten Spind packen. So. Da rein damit. Die Metalle. Die packen wir mal in unseren Spind. Haben wir noch mehr Metalle? Jetzt haben wir hier so eine Resine. Die
Warum jetzt auch erstmal nicht? Seinen privaten Spind. Das auch. Wir können sie natürlich, seht ihr mal, wir können die sogar recyceln. Dann machen wir das mal. Wir recyceln die jetzt mal. Wir holen jetzt doch nochmal aus dem privaten Spind raus. Terminal. Gehen nochmal zum privaten Spind und sammeln da jetzt nochmal unsere... Oh, da haben wir ganz schön viel. So. Auf dem Rücken lagern. Ich denke mal, die Metalle können wir bestimmt auch recyceln. Ist es, dass Sam kurzzeitig recht stark zum so ein Apparaturspray ist vielleicht nicht verkehrt. Das machen wir... Das nehmen wir mal auch mit. So, dann gehen wir mal jetzt zum Recyceln. Recyceln mal ein paar Metalle. Erstmal die Resine. Recyceln. So, nochmal eine Resine zum Recyceln. Noch eine. Ja, ein paar Metalle. So, das ist ja noch nicht mehr ganz so voll geladen. Und gehen jetzt auf Bestätigen. Ja, bitteschön. Schaut mal, das ist ein Bild von unserer Mami. Jetzt haben wir da auch wieder alles schön ausgestattet. Ausrüstung herstellen. Neu. So. Und dann wollten wir eigentlich noch unsere neuen Stiefel anziehen, aber wisst ihr was? Vielen Dank für deinen Beitrag. Ich werde ihn jetzt erstmal in seinen privaten Raum schicken. Da darf er sich ausruhen. Ich gebe aber auch seinen Schlaf. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und das nächste Mal bauen wir ein paar Brücken. Tschüssi!